zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr auf eurem Router Ports freigeben könnt, damit ihr zum Beispiel Server hosten könnt. So, als erstes müsst ihr in euren Internet Explorer oder Chrome oder Firefox oder was auch immer und gebt oben standardmäßig 10.0.0.128. So, damit könnt ihr eure Router-Konfiguration aufrufen. Dann gehen wir hier, das ist aber bei jedem anders, aber ihr solltet nach Port Forwarding suchen. So, hier sehen wir schon einige Dinge. Aber wir wollen einen neuen Eintrag. So, und jetzt kann es sein, dass er einen lokalen Rechner verlangt, also eine lokale IP-Adresse eures Rechners. Die lässt sich auch relativ leicht rausfinden. Ihr geht auf Start, auf Systemsteuerung, auf RAM, eine Sekunde, dann Netzwerk und Internet und aufs Freigabecenter. Dann geht ihr auf euer Netzwerk und geht auf Eigenschaften. Dann geht ihr auf IPv4SA. Hier könnt ihr dann eben Dinge eingeben. Sonst steht hier automatisch beziehen, aber ihr könnt dann bzw. müsst dann eine fixe IP angeben, damit euer Router auch immer das den Port einem Rechner zuweisen kann. In meinem Fall reicht 10.0.0.4. Hier könnt ihr eingeben 255.255.255.0. So, dann beim Standard Gateway 10.0.0.138. Beim bevorzugten DNS-Server ebenfalls 10.0.0.138. Okay. So. Dann habt ihr schon eine statische IP-Adresse. Die geben wir hier auch gleich mal an. Dann sind wir hier beim Protokoll. Wir sagen, es heißt Minecraft. So. Meistens wird TCP und UTP verlangt. Also brauchen wir beim Quellport beliebig und Zielport. Im Fall von Minecraft zum Beispiel 25565. Also 25565. So. Und das gleiche nochmal mit UTP. 25565, okay. Okay. So. Und das passt dann schon so. Dann habt ihr hier eure Regel für Minecraft. Ich habe das schon, also kann ich das auch wieder wegmachen. So. Und damit habt ihr eigentlich schon bereits euren Port freigegeben. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie man damit auch einen Server hosten kann, dann seht euch das nächste Video an. Bis dahin, viel Glück und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen schreibt es einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.